Vielen Dank, dass du das Brock Rockenhauer Audiotraining absolvierst. Tag 3. Und du hast den Arsch abgearbeitet, stimmt's? Das hoffe ich doch. Denn heute geht's weiter. 10 Meilen laufen, eine Meile schwimmen. Aufs Fahrrad, auf den Stepper, sind auf Liegestütze, Kniebeugen. Lass nichts zwischen dich und die größte Veranstaltung deines gewählten Berufs kommen. Die Superlig-Trophäe. Auf geht's. Unglaublich. Hm? Kann's kaum erwarten. Ah. Oh, großartig. Das ist nicht wahr. Der Glanz, der Ruhm, die kleine Schokoladentafel auf dem Kissen. Das ist Skyball, das höchstgelegene Fußballturnier der Welt. So cool! Skyball Ultimate 5 ist ein einzigartiges Turnier auf dem Dach meines neuen Hotels La Mirage in Dubai. Zum ersten Mal in der Fußballgeschichte wird der Sieger von der Öffentlichkeit bestimmt. Vergessen Sie die Super League. Das ist Fußball auf dem höchsten Niveau. Sollen die Sultans ihren Spaß haben? Ich bleibe lieber beim echten Fußball. Und die ersten, die gegen die Sultans beim Skyball Ultimate 5 antreten, sind die Super Strikers. Ihr seid vielleicht die Champions Super Strikers, aber beim Skyball Ultimate 5 mache ich die Regeln. Die Super League ist alles, worauf es ankommt. Skyball sieht super aus, aber es dient doch nur der Unterhaltung des Scheichs. Negativ, Mann. Der große Häuptling hat verlangt, dass das Team aus Spitzenangreifern besteht. Und stell dir vor, im teuersten Hotel der Welt zu übernachten und dann... Und Fußball auf dem höchsten Gebäude der Welt zu spielen. Die gewaltige Wüste im Blick zu haben durch 4 Glaswände. Und was mir besonders gefällt, ist, dass der Sieger von der Öffentlichkeit bestimmt wird. Es ist Fußball. Aber halt nicht so, wie wir es kennen. Hört sich wie eine verrückte Reality-Fernsehsendung an. Du hast den dritten Tag absolviert, oder? Natürlich hast du das! Du würdest den alten Brock nicht enttäuschen, oder? Tag 4, denk an Rock'n'Roll! Wir haben deine Aufmerksamkeit von deinen Selbsthilfekassetten weglecken können. Brock ist der größte Motivationscoach der Sportwelt. Wo wir beim Thema groß wären. Ich krieg schon Höhenangst, wenn ich nur hochschaue, ja? Nur wenige hundert Menschen werden das Spiel live sehen. Aber es wird ein Fernsehpublikum erwartet, dass es mit dem Super League-Finale aufnehmen kann. Lasst uns hochfahren. Ich möchte sehen, womit wir es zu tun haben. Meine werten Super Strikers, seid ihr bereit, so zu leben, wie ihr es noch nie zuvor getan habt? Seid ihr bereit, so zu spielen, wie ihr noch nie zuvor gespielt habt? Verschwinden wir aus dem Wüstenwind. Boah, sehr schön. Wow. Das La Mirage, französisch für Fata Morgana, trumpft mit der teuersten Ausstattung der Welt auf. Vasen der Ming-Dynastie aus China, Fabergé-Eier aus Russland, Shetland-Ponys aus, Shetland, nehme ich an. Wir haben keine Kosten gescheut. Beim Souvenirshop wurden aber definitiv Kosten gescheut. Und im Sinne des La Mirage ein Andenken an das Ultimate 5 für jeden von euch. Ist nicht wahr? Fußbälle ganz aus Gold? Nehmt sie, sie gehören euch. Cool! Beide Teams bleiben in den nächsten 48 Stunden, bis das Turnier vorüber ist, im La Mirage. Hab ich's nicht gesagt? Eine Reality-Show. Ich habe einen vollen Terminplan für euch, aber zuerst macht es euch gemütlich. Ich frage mich, in welcher Etage wir landen. Die Aussicht wird ziemlich irre sein. Im größten Gebäude der Welt gibt es keine Grenzen. Hä? Planung und Koordination? Alles nach Plan, Scheich. Marketing? Der neue Werbespot ist fertig und bereit zur Übertragung, Scheich. Wetter? Unsere Satelliten sagen, dass die Bedingungen beim Spiel perfekt sein werden, Scheich. Die Rede? Die Skripte für die Veranstaltung werden rechtzeitig fertig, Scheich. Übrigens, sie sind super. Sicherheit? Niemand geht irgendwo hin, ohne dass wir es erfahren, Scheich. Gut. Bühne frei für eine fantastische Veranstaltung. Und die Sultans gewinnen. Yum, yum, yum. Wunderschön angerichtet. Oh, das ist großartig. Wow. Was für eine Auswahl. Genießt du dein Malshakes? Die Zutaten kommen aus der ganzen Welt. Aber es sieht so aus, als würden die Sultans mager essen. Sehr mager. Was geht hier vor?
ein Training auf dem Dach. Und nun stopft er uns mit schickem Essen voll. Der Sieger arbeitet für David Hasselblad. Shakes? Ja, Scheich, wann können wir morgen wieder aufs Dach zum Trainieren? Das müsstest du den Hotelbesitzer fragen. Sind Sie nicht der Besitzer? Ja, aber es wäre unfair gegenüber den Sultans. Frag lieber den Coach. Aber Sie sind auch der Coach. Natürlich, natürlich. Aber der Scheich würde es nie erlauben. Aber Sie sind der Scheich. Es gibt im Hotel so viele tolle Sachen zu erleben. Hot-Stone-Behandlung auf Etage 8, Shoppen in der Eingangshalle, Bingo auf Etage 5. Nein? Magst du kein Bingo? Chicken Wings? Zu viele Chicken Wings. Tag 4. Erinnerst du dich an das Rock'n'Roll-Krieger von Tag 1? Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Bist du ein rollender Stein oder stehst du nur da mit einem Kaffee in der einen und einem halb aufgegessenen Zwiebel in der anderen Hand? Jetzt heißt es Rock'n'Roll. Ja. Yeah. Wenn der Scheich uns nicht gibt, was wir brauchen, dann mache ich mir mein eigenes Spielfeld. Versuchen dich, die Leute fertig zu machen. Schreiben sie dir vor, wie du zu leben hast, wo du hingehen kannst und wohin nicht. Sagen sie dir, was du sagen darfst und was nicht. Dann habe ich hier einen Ratschlag. Uh-oh. Hey, nicht so laut. Ist ja nicht so, als bräuchte ich mal einen Schönheitsschlaf oder so. Ich meine ja nur... Oh, keine Gnade bei der Ming-Vase? Ich versuche nur, etwas zu trainieren. Seid dabei, wenn die Sultans die Sache wieder ins rechte Licht rücken. Wenn sie die Super Strikers, die Meister des Super League beim Skyward United 5 schlagen. Ha! Haben Sie vergessen, dass wir sie letzte Saison 4:1 erledigt haben? Ja, aber mit der Abstimmung ist das eine ganz andere Sache. Shakes, Mann, ein nobles Hotel ist nicht der richtige Ort zum Trainieren. Sicher, Captain. Hey, Jungs. Ihr fahrt nicht zufällig hoch zum Spielfeld, oder? Nein. Niemand darf da hoch. Wohin fahrt ihr dann? Runter. Scheint, als hätten sie nicht nur das Spielen geübt. Typisch. Ich kann nicht glauben, dass du nicht einfach jemanden fragst, Hubert. Wir brauchen keine Hilfe. Ich bringe uns schon dorthin, Ursula. Das hast du schon vor 10 Minuten gesagt. Computerlogbuch Sternzeit 2132.5. Mir ist aufgefallen... Scheich, das sollten Sie sich anschauen. Er macht sich Richtung Dach auf, genauso wie Sie gesagt haben. Er ist hartnäckig, das muss man ihm lassen. Aber keine Sorge, es wurden schon Maßnahmen ergriffen. Bingo! Bingo auf dem Helilandeplatz? Ich helfe Ihnen mal. Das ist ein ziemlich genialer Ort, um Fußball zu spielen. Hä? Niemand hat gesagt, dass ich hier nicht trainieren darf. Ups. Hä? Wow, die Bedingungen sind unglaublich. Das muss ich dem Coach erzählen. Ups. Shakes, was machst du da? Coach, der Wind. Ich habe nur... Der Scheich schäumt vor Wut. VIP-Gäste können nicht landen, weil du auf dem Heli-Landeplatz bist. Und nun kickst du auch noch sein unbezahlbares Geschenk vom Gebäude. Warten Sie, wie hat er... Vergiss es. Du wolltest eh nicht beim spaßigen Skyball-Turnier mitspielen. Gut, dann wird dein Wunsch jetzt wahr. Du sitzt auf der Bank. Shakes auf der Bank?
Der Coach der Super Strikers hat den Starstürmer vor dem Spiel gegen die Sultans als widerspenstig beschrieben. Er hatte eh keine Lust drauf, oder? Bedeutet nicht, dass wir ihn nicht beim Spiel brauchen. Keine Sorge, der Scheich hat nichts, was Rasta und die Jungs aufhalten kann. Willkommen zum Turnier, auf das jeder gewartet hat. Ohne es überhaupt zu wissen. Heute bringen die Sultans Fußball auf ein ganz neues Niveau. Sie spielen umgeben von den Glaswänden auf dem Dach des höchsten Hotels der Welt, dem La Mirage. Richten Sie Ihre Augen auf den Bildschirm und halten Sie Ihre Handys in den Händen. Ja, zum ersten Mal wird der Sieger eines Fußballspiels via SMS bestimmt. Hey! Ihr klaut meinen Stil? Es steht nicht in den Regeln, dass man keine Brillen tragen darf, El Matador. Oh ja, weil es keine Regeln gibt. Nur Abstimmungen. Und im altbackenen Rot-Weiß, der Schnee von gestern, die ehemaligen Größen der Super League, die Super Strikers. Wer schreibt sowas? Und im glorreichen Grün, die Gastgeber, die Einheimischen, die nächsten Megastars der Super League und wahrscheinlich die Sieger des heutigen Tags, Sultans FC. Wir haben das 1000-mal geübt, wir haben einen Plan, oder? Natürlich haben wir den und... Los geht's! Und los geht's! Alle sind gespannt auf diese neue Form des Spiels! Nun, nicht jeder. Siehst du, wer da auf der Bank sitzt? Vielleicht kann er trotzdem helfen. Kommt drauf an. Kriegt er auch eine Stimme? Hä? Was? Hä? Gerade würde nicht einmal ich für die Super Strikers abstimmen. Ich bin es nicht gewohnt, eine ganze Wand zu decken. Ich bin es nicht gewohnt, mich so uncool zu fühlen. Warum sind die Sultans auf einmal so viel besser als wir? Wow, 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 wow. Niemand darf da hoch. Du sitzt auf der Waffe, der Waffe. Ich hatte recht. Der Scheich hat das alles von Anfang an geplant. Ich wette, die Sultans haben hier in den höheren Etagen übernachtet und hier oben trainiert. Und der Scheich hat mich absichtlich auflegen lassen, damit ich ihn spielen kann. Ich frage mich, was er noch auf Lager hat. Rasta hat's unter Kontrolle. Die Höhenlage macht uns zu schaffen. Wir müssen auch die Wände nutzen. Das ist es. Nutzt die Wände, damit unser Tempo unmöglich zu halten ist. Ha, wie ein riesiges Flipperspiel. Langsam sieht man Erfolge. Passt auf, Sultans. Komm schon! Wir schaffen das! Ha! Willkommen an Bord, Shakesman! Team minus eine Minute. Gute Arbeit! Macht euch bereit! Auf Infrarot umschalten! Schau, wie ich die Wände richtig nutze! Phänomenal! Deswegen sind sie die Meister der Liga! Sie lernen so schnell dazu, Mac. Die Gegner können nicht mithalten. Ja, Jungs! Kommt schon! Die Brillen! Okay, ihr habt also nicht meinen Stil kopiert, oder? Der Scheich hat uns reingelegt. Es ist Zeit, dass du da rausgehst. Okay? Shakes? Ja, 175. Gleichstand. Nochmal. Wonach suchen Sie jetzt? Wir haben die Bingo-Lounge nicht gefunden. Also haben wir uns selbst ein Spiel ausgedacht. Fahrstuhl-Bingo. Wir fahren den ganzen Tag zu den Etagen, die andere uns nennen und spielen so Bingo. Ich nehme die Treppe. 78, 78, 78! Hey, wo sind die Roten? Hey, Matador gegen den Rest der Welt! Scheint ein bisschen unfair, oder? Der Vertrag, Brenda. Wir dürfen nichts Schlechtes über die Sultans, den Scheich oder das Mirage sagen. Ich vermisse die Super League. Hey, kein Respekt!
Das ist Fußball und kein Zirkus. Nun, das bringt Stimmen, Mac. Halbzeit! Was können die Super Strikers in der Pause tun, außer ihre Augen vom Sand zu befreien? Setzen Sie mir die auf die Rechnung. Komm schon, komm schon. Ja! Du zahlst für den Urlaub. Shakes? Von den Super Strikers? Ja. Ich bin ein großer Fan, Shakes. Echt? Ich meine, ich habe die gesamte Kollektion der Super Strikers Spiele. Danke. Vielleicht hast du auch von mir gehört? Sicher. Brock Rockenhauer? Wie bitte? Brock Rockenhauer, Motivationstrainer und Life Coach. Ich bin auch ein großer Fan. Echt? Meinst du nicht, dass du ein bisschen Brockstärke da oben gebrauchen kannst? Huha! Ehrer Blick, Tigerpose! Nein, danke. Da oben ist es staubiger als in meiner Plattensammlung. Komm schon, so schlimm ist es nicht. Wechselt mich aus! Das können wir nicht. Unser einziger Ersatzspieler ist verschwunden. Wir schlagen uns gut in diese Art des Fußballs. Aber ohne Sicht... Shakes hat gesagt, dass der Scheich plant, uns abzuschütteln. Ich hätte mir denken können, dass es so etwas Übertriebenes ist. Nichts, was einen Satz Brillen nicht lösen kann. Willkommen zurück, Shakes, Mann. Coach, tut mir leid, dass ich es vermasselt habe. Behalte einen davon. Die Abstimmung verläuft dank ihrer Leistung seit dem Sandsturm massiv zugunsten der Sultans. Aber auf einmal sehen die Super Strikers aus, als wären sie auf diese Bedingungen vorbereitet. Ei, aber sind sie ausreichend vorbereitet? Viel Glück, Muchacho. Gewöhnt euch lieber nicht dran, das ist mein Markenzeichen. Die Super Strikers finden hier oben langsam Fuß. Aber sie haben noch ein massives Defizit. Wie können sie einen massiven Anstieg an Stimmen erreichen? Abgestimmt. Nun liegt es am Rest der Welt, nehme ich an. Fühlt sich an, als hätten wir einen Patt erreicht. Die Zeit läuft den Super Strikers davon. Können Sie etwas tun, das Ihnen Stimmen bringt? Ich wünschte, ich hätte Zeit gehabt, mehr zu trainieren. Hey! Sie rüber. Ich denke, ich weiß, was ich tun kann, um Stimmen zu kriegen. Was auch immer Sie jetzt tun, es ist wohl ein wenig zu spät. Los geht's, Brenda! Ich glaube nicht, dass dies den Super Strikers Stimmen bringen wird. Unwahrscheinlich, Mac. Mac? Mac! Er kommt zurück! Schaffst du das? Natürlich schaffst du das! Entgegen aller Erwartungen hat Shakes es geschafft! Entgegen aller Erwartungen und trotz des Windes, Mac. Shakes hat's raus, wenn man innerhalb dieser vier Wände spielt. Das war der beste Zug, den ich je gesehen habe. Neben all meinen Zügen natürlich. Wie viele Bälle musstest du vom Dach kicken, um das zu perfektionieren, Mann? Eigentlich nur einen, aber einen wirklich teuren. Sehr beeindruckend, Super Strikers, aber die Zeit ist rum und die Sultans haben euch anhand von Stimmen vernichtet. Das Spiel ist vorbei, aber die Abstimmung noch nicht. Aber... Wie ist die Regel hierbei? Es gibt ja keine Regel. Ja, die Super Strikers kämpfen sich langsam voran beim jährlichen Skyball Ultimate Fall! Was für ein Spaß. Das hätte jeder gewinnen können. Nächste Saison nochmal. Fantastisch. Legen Sie sich nicht mit meinen Jungs an, okay? Das heißt nur, dass Sie verlieren. Tja, nun, dann geht es nun wieder zurück zu meinem diamantbesetzten, goldgetäfelten Ideenbuch.
Kann mir bitte jemand meinen Diamant besetzen? Oh.